Moin, ich bin Stefan und heute beantworte ich eure Zuschauerfragen. Moin, moin, ihr Landratten. Heiße Hexe 87 aus Duisburg fragt, hast du eine Lieblingstour? Ja, also ich fahre gerne die Linie 470, 440. Das ist so mein Favorite von Aplerbeck bis eventuell bis Mengede. Das ist halt schon ein großes Spektrum an Stadtteilen. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Da haben wir noch was, da haben wir noch was. Holla die Waldfee fragt, haben Sie privat auch oft Verspätung oder sind Sie da pünktlich? Mir ist das wichtig, dass ich nicht auf Punkt da bin, sondern dass ich wirklich früher da bin. Dann warte ich lieber noch mal oder sonst was, weil das ist einfach besser. Abbauen geht immer schneller. Der Hund will in den Reifen beißen. Oh, 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 oh. Joy aus Dortmund fragt, haben die Busfahrer eigentlich Standardlinien, die sie immer fahren oder fahren die Dortmund weit? Oder fahren die Dortmund weit? Okay, ja. Also feste Linien haben wir von der DSW 21 nicht. Wir fahren, also ich persönlich fahre alles in Dortmund. Grün ist grün, ob mit Kirsche oder ohne. Zum Beispiel, ich kann auch nicht sagen, ich bin nur auf der 40. Ich habe jeden Tag was anderes und das finde ich auch so toll hier, dass es so abwechslungsreich ist. Bibabus 76 fragt, haben Sie Speed 1 mit Sandra Bullock und Keanu Reeves gesehen? Ja, den habe ich gesehen und ich hoffe, das passiert uns nicht. Also sonst hätten wir, glaube ich, auch hier was Filmreifes. 10,70 Euro wären das. Für Kurzstrecken? Ach so, für Kurzstrecke. Nee. Hat schon mal jemand in deinen Bus gekotzt? Ja, hat es. Und es war nicht schön, weil war in der dritten Tür hinten, war ein schöner gelber Fleck, schön groß und ich habe dann auch ein neues Auto bekommen. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe ein neues Auto bekommen und es hat gestunken. Ah. Kollegen sagen ja, das liegt bestimmt an einem Fahrstil. Ja, der hat auch einen harten Reifen drauf. Harten Reifen, ja genau. Ich habe auch schon mal Scheiße im Bus gehabt. Da hat jemand die Scheiße auf dem Sitz abgewischt. Das ist genau das Gleiche. Also Kotze oder Scheiße, es ist egal. Es ist einfach nur Kacke. Scheiße, wie auch immer. Ja. Ey, das waren meine Versprecher, ja? Anja fragt, fährst du im Schulverkehr vorsichtiger, damit die Schüler ihre Hausaufgaben abschreiben können? Da guckt er aber. Ich kriege das ja auch gar nicht mit, ob sie versuchen, ihre Hausaufgaben abzuschreiben, aber nö, ich fahre eigentlich ganz normal. So, dass sie sicher ans Ziel kommen. Korrekt. Ich habe dich gerade noch so gelobt, ne? Und jetzt, ey. Ab und zu geht das. Na, egal. Dirty Harry aus München fragt, was glaubst du, wie wird sich der ÖPNV verändern? Fahrgastzuwachs, das wird kommen. Auch anhand der steigenden Spritpreise werden vielleicht mehr Leute sagen, ey, ein Ticket ist viel günstiger und ich komme damit von A nach B. Das würde ich mir vorstellen, dass sich das vielleicht ändert. Und das wird sich halt in den nächsten Jahren zeigen. Der Tanz mit der Schüssel. Oder wie sagt man so, der mit der Schüssel tanzt, oder wie? Bist du glücklich mit deinem Beruf? Hallöchen. Ich komme gerne zur Arbeit. Und klar hat man solche Tage, wo man denkt, boah, heute schon wieder zur Arbeit. Eigentlich habe ich keinen Bock. Aber wenn du dann hier bist und ich bin auf dem Bus, dann ist alles, ja, jetzt gibt's Gas, so, ne?